weißen Opel-Rennwagen war eigentlich das schlimmste Mal, dass wir 2000 Kilometer gefahren sind. 2000 Kilometer ohne Bremse, ohne Fußbremse. Im Getriebe war ein Riss, ein Haarriss. Und das Fett, als es warm wurde, strömte auf die Kardanwelle. Aber auf der Kardanwelle ist die Bremse. Und die lief dann im Öl. Wunderbar. Rutschte darum, war gar nichts, war nur noch die Handbremse. Und ich hätte nie das für möglich gehalten, dass man die solche Strecke fahren kann ohne Bremse. Die alte Technik des Opel ist überschaubar und logisch. Das Fahren dagegen ein Buch mit 7 Siegeln. Da muss man hier schalten, mit der Hand Gas geben. Das ist das Schwierigste, nur mit der Hand Gas geben. Und da das Auto natürlich bei dem Alter Zwischengas braucht, müssen Sie erst Gas wegnehmen, Leerlauf rein. Gas geben, kuppeln. Gas weg, Gang rein, Gas geben. Das muss alles zack, 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 zack hintereinander. In der Kurve brauchen Sie beide Hände zum Lenken, weil Servo gab es noch nicht. Und mit einer Hand kommen Sie unmöglich rum. Sie müssen ja reinlenken und müssen auch wieder zurücklenken. Und das geht ganz schwer. Dann in den Kurven stehen ja immer die Menschen, winken und dann auch noch hupen. Alles mit der rechten Hand. Hightech von gestern, handgemacht. Benzinpumpe? Fehlanzeige. Da pumpt man Luft in den Tank, damit das Benzin in den Vergaser fließt. Wie dicke Backen. Und dann fließt das Benzin da rein. Und es sind 110 Liter Messingtank, also wunderbar. Na, der verbraucht so 20 Liter. Aber das ist eben auch schwer zu sagen, wenn man ein Bordbuch hat, da stehen ja die Kilometer, aber hier ist keine Anzeige. Sie haben also einen Holzstock, mit dem Sie messen, wie viel Benzin noch im Tank drin ist. Eigentlich sitzt man sehr bequem, denn die Federn sind ja große Federn in allen Autos, also und die großen Räder bei Bahnübergängen, wo jeder Porsche, weiß ich, drüber schleichen muss, da brettere ich rüber. Da hänge ich sie alle ab. Da ist die Batterie, die ist dann versteckt und dadurch habe ich dann, wenn ich das hier anmache, Strom gebe, so, und jetzt den Motor, dann kann ich hier, na? Man muss einfach sich immer konzentrieren und dranbleiben. Ich habe den Benzinhahn nicht aufgemacht, kann ja nicht gehen. So, tippern. Wie beim Motorrad. So. Wupp. So. Nochmal. Der Opel-Rennwagen hat ihr Herz mit solider antiker Technik und Zuverlässigkeit erobert.